Hallo, meine Lieben! Ja, ich habe heute total gute Laune und deswegen dachte ich mir, ich vlogge heute für euch. Heute ist Freitag. Und dieser Vlog wird wahrscheinlich schon Sonntag oder morgen, Samstag kommen. Wir fahren morgen zur Babyweltmesse und dafür müssen wir jetzt einige Vorbereitungen treffen. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß, wieder uns ein bisschen zuzuschauen. Wir werden auf jeden Fall rausgehen, denn ich weiß nicht, ob ihr das Wetter schon mal gesehen habt. Aber oh mein Gott, wir haben gestern total den Sturm gehabt und heute ist einfach ultra blauer Himmel. Es ist wirklich wunderschön. Wenn ihr das mal so seht, es ist wirklich ultra schön. Und deswegen dachte ich mir, weil Felix ist immer noch nicht da, gehe ich jetzt raus gleich und werde die Natur filmen. Ich bin ja total der Naturmensch und deswegen wollte ich gerade einfach ein paar Aufnahmen machen für meinen YouTube-Kanal. Eventuell, vielleicht auch etwas, so eine Art, Intro für das Kinderwagen-Video, was ich bald mache. Ja, und ich dachte mir, wir gehen ein bisschen raus, nehmen meine große Kamera noch mit, und machen dann so schöne Aufnahmen. Natürlich seid ihr dabei und wir vloggen ein bisschen und natürlich kommt auch ein Baby mit, dann nehme ich die süße Mel mit der war ich noch nie spazieren, deswegen dachte ich mir, ein perfekter Anlass dafür. Ja, übrigens hier gerade total schönes Licht, deswegen bleibe ich immer ein bisschen stehen. Und wir, ja, ziehen dann die Kleinen gleich noch um, weil die liegen noch alle hier im Bettchen. Und ja, ich glaube, heute geht es nur um Mel. Ich weiß nicht, ob ich heute die anderen beiden auch umziehe. Ich glaube aber schon, weil ich habe total Lust, denen so ganz tolle Outfits anzuziehen. Ich liebe das. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß heute, mit uns ein bisschen zuzuschauen, unseren Nachmittag so zu verbringen. Und ja, viel Spaß! Es tut mir voll leid, aber ich habe einfach den ganzen Tag nicht gevloggt. Ich war total depri und ich wollte einfach gar nichts mehr. Ich lag den ganzen Tag in meinem Bett und habe YouTube-Videos geschnitten. Ich hatte einfach überhaupt keine Lust. Und es hat auch noch bei uns angefangen zu schneien. Kurz nachdem ich die Kamera ausgemacht habe, wollte ich mich gerade anziehen und dann fängt es immer an zu schneien. Was ist das bitte? Ja, und jetzt ist es total spät. Wir haben schon 9 Uhr. Aber ich dachte mir, ich nehme euch noch kurz ein bisschen mit, dass sich dieser Vlog überhaupt lohnt. Denn es gibt ja trotzdem noch einiges, was ich auf jeden Fall machen wollte. Ich war heute echt nicht faul, sondern ich habe total viele Videos für euch gedreht, 3 Stück. Und eins werde ich gleich noch weiter, also fertig drehen. Dafür ist hier schon alles vorbereitet. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an mal mit den Vorbereitungen für morgen. Denn morgen geht es ja zur Babyweltmesse. Ich nehme auf jeden Fall den Bugaboo Chameleo mit. Ich war jetzt erst im Überlegen, ob den Quattro oder Chameleo mit Maxi-Cosi, aber wir nehmen auf jeden Fall den Chameleo mit Wanne mit. Und ja, den müssen wir jetzt fertig machen. Hier liegt noch meine Uhr, denn ich war gerade duschen, wie ihr hier so seht. Mein Haar ist noch nass. Ja, deswegen habe ich meine Uhr abgenommen. Werde ich aber gleich wieder rummachen. Und ja. Dann müssen wir den Kinderwagen jetzt fertig machen. Das mache ich jetzt mit euch zusammen. Und ja, schon mal alles einpacken, was wir alles so brauchen. Auf jeden Fall mein Stativ muss ich mitnehmen. Damit ich euch mitnehmen kann. Das muss ich aber gleich jetzt einpacken, weil das brauche ich ja gleich noch. Ja, wir haben jetzt einen Fußsack hier drin. Seht ihr das? Ne, ihr seht das gar nicht, oder? Also hier ist so ein Fußsack drin. Hier seht ihr das. Und hier haben wir noch so ein Tuch drin. Das bleibt da auf jeden Fall drin. Ja, was Mel morgen anzieht, suchen wir raus. Und ja, Spucktuch und so müssen wir auch noch mitnehmen. Das Spucktuch kommt mit, das ist Mels. Dann natürlich ihr Schnuller und ihre rosa Decke. Das brauche ich aber jetzt noch alles für das Video gleich, was ich gleich drehe. Ja, wir müssen mal überlegen, was sie morgen anzieht. Oh, ich weiß nicht, ich finde ihr
voriges Outfit fand ich so schön, was sie vorher anhatte. Ich glaube, es wird wieder diese Hose hier. In meinem Lieblingsbody. Und, oder? Eventuell auch diesen Pulli hier drüber noch. Diesen drüber eventuell. Ich weiß es aber noch gar nicht. Ich bin echt total unschlüssig. Aber den finde ich so schön an ihr. Oder diese Hose hier. Nee, in auf jeden Fall die rosane Hose, die ich gerade rausgesucht habe. Da gibt es rosane Söckchen. Diese Söckchen. Und habe ich noch eine, irgendwie eine Jacke von Jaden, die irgendwie ein bisschen mädchenhaft aussieht. Das wäre perfekt. Also so eine Strickjacke, wisst ihr, was ich meine? Gucken wir mal in unseren Kleiderschrank. Denn auch den Kleiderschrank von mir nehmen die Kleinen schon ein hier. Da sind hier nämlich meine ganzen Jacken und Schneeanzüge und so ein Kram. Und da habe ich jetzt auch noch eine Jacke, die ist relativ mädchenhaft. Diese hier vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt passt. Das schaue ich morgen, glaube ich. Also bekommt sie entweder das hier mit Body drunter und der Benetton-Hose, genau. Diese hier, die bekommt sie auf jeden Fall an. Ich finde die so toll. Ja, sieht das denn einigermaßen gut aus? Das kann man so anziehen, oder? Ja. Und wenn es morgen zu kalt ist, dann gibt es noch diesen Pulli hier drunter. Obwohl ich fast am Überlegen bin, ihr den Schneeanzug anzuziehen. Diesen hier, den Schneeanzug. Und dann braucht sie eigentlich gar keine dicke Jacke mehr. Das ist echt kalt. Das entscheide ich morgen, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes Outfit. Nehmen wir wieder zu. So. Ja, dann haben wir das schon mal. Lege ich das jetzt mal alles zurecht. Für morgen. Morgen werde ich auf jeden Fall vloggen. Also hundertprozentig werdet ihr da einen Vlog bekommen. Das hier brauche ich, wie gesagt, alles noch gleich. Für das Video. Ja, kleine Mel, die ist nämlich schon bereit. Für einen ganz tollen Videodreh gleich. Ne, Mausi? Oh, sie ist so toll. Ja, denn wir drehen gleich ein Video zum Thema Baby im Maxi-Cosi echt aussehen lassen. Und das Video zum Kinderwagen im Kinderwagen echt aussehen lassen kommt dann irgendwann später. Aber heute drehe ich das auf jeden Fall. Ja, dann war es das auch erstmal. Ja, ich werde gleich auf jeden Fall noch ein Video schneiden, mindestens, was dann auch Sonntag online kommt, damit ich genug Videos habe, weil ich möchte ja jeden Tag ein Video hochladen. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Dann sehe ich noch zwei kleine Mäuse, die noch was zu essen mögen, glaube ich. Das muss ich auch noch machen. Der langsam total am Strampeln hier. Guckt euch das mal an, wie der hier so rumstrampelt. Der kleine Dicke. So. Schnulli. Und der Jane liegt hier auch ganz verstrampelt. Seht ihr das? Auch ein süßer kleiner Mann, ne, Digga? Wird er schon haben? Kommst, passt nicht. Süßen Schnuckels. So, ja. Den muss ich auf jeden Fall gleich nochmal wickeln. Habe ich noch gar nicht gewickelt. Die Mel auch gleich nochmal, bevor sie schlafen geht. Aber zum Kinderwagen, also der Kinderwagen bleibt eigentlich so. Also hier kommt halt morgen noch natürlich Mel rein und dann ihr Spucktuch und ihre Decke bekommt sie. Und dann bleibt es auch so, mehr nehmen wir dann noch nicht mit. Unten im Korb haben wir Regenverdeck drin und mein kleines Stativ wird auf jeden Fall auch noch mitkommen. Und dann war es eigentlich, ist noch Verpflegung für mich. Eine Wechselwindel, eine Flasche für Dings, das können wir schon mal einpacken alles. Das ist schon mal eine gute Idee. Ich weiß nicht, soll ich extra noch eine Tasche mitnehmen?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube heute. Ich schaffe das mal ohne. Ja. Das heißt, wir brauchen eine Flasche. Ist alles sehr, sehr voll hier, weil ich einfach total viel Bettwäsche bekommen habe für die Kleinen. Deswegen habe ich einfach gar nichts mehr und meine Flaschen sind natürlich ganz, ganz hinten. Was ist das hier für eine? Nein, die wollen wir nicht. Ich muss jetzt hier so greifen. Die wollen wir auch nicht. Da unten ist noch eine. Die können wir mal benutzen. Die haben noch nie benutzt. Die benutzen wir jetzt so. So. Hier hätten wir auch noch einmal. Die benutze ich ganz, ganz oft. Das ist Lennox da, ne? Dann brauchen wir eine Windel für die kleine Mausi. Und die Flasche müssen wir natürlich noch fertig machen. Das machen wir jetzt auch. Das ist schon mal fertig. Ich glaube, ich nehme euch mal mit hier kurz. Ich habe leider mein Stativ für euch. Oh Gott. Auf ein anderes Stativ gerade drauf gesteckt. Ich stelle euch jetzt mal so neben mein Mathebuch hier. So. Ich mache da jetzt noch kein Wasser rein, das mache ich alles morgen, damit es auch noch schön warm ist. So. Dann morgen das Wasser rein und dann haben wir das schon mal. Brauchen wir gleich noch eine Windel. Ah, das ist schwer. So. Noch eine Windel. Na toll. Ich weiß nicht, eine Wickelunterlage, glaube ich, das brauche ich nicht. Ich glaube, das Wickeln, die haben da ja extra so Wickelräume. Also Flasche packen wir schon mal. Habe ich hier unten noch irgendwas drin? Oh ja. Meine Maxi-Cosi-Adapter sind noch drin. Ich glaube, die kann ich mal. Ne, die lasse ich drin. Die kann man immer gebrauchen. Tun die Flasche schon mal rein, so dass ich sie noch sehe morgen, dass ich sie nicht vergesse aufzufüllen. Und dann brauchen wir noch eine Windel. Oh Gott. So. Dann haben wir alles. Meine Windel. Packe ich morgen noch alles ordentlich weg. Dann. Ich glaube, ich weiß das. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Schnuller hat sie immer dabei. Was zu anziehen haben wir jetzt? Mütze hat sie. Schwer. Schwer zu sagen. Oh Gott. Gänsehaut. Es ist kalt. Meine Gänsehaut. Müssen wir alles haben. Dann wickele ich jetzt noch kurz den Jaden. Mit euch natürlich. Ich mache es auch wieder auf meinem Bett, weil mein Wickeltisch so voll gemüllt ist. Guck euch das an. Alles voll mit Schulsachen und allem möglichen Kram. Das heißt, ich muss doch mal hier mein Stativ abbauen für euch, dass ich euch irgendwo hinstellen kann. So, dann wickeln wir mal den Jaden. Also er hat eine Stoffwindel, deswegen wickele ich ihn nicht wirklich, sondern halt richte seine Stoffwindel sozusagen. Das mache ich immer bei ihm, weil ich möchte nicht, dass er seine Stoffwindel abgeben muss. Das finde ich immer so schade. Aber ich glaube, ich ziehe noch einen neuen Body an. Der ist zum Schlafen wegen dem Kragen nicht so schön. Ja, dann kommt er noch einen neuen kurz an. Dafür haben wir auch noch Zeit, ne, Digga? Haben wir dafür noch Zeit? Und seine Haare unbedingt kämmen. Er sieht aus wie so ein Stubelpeter. Schau mal. Aber ein ganz, ganz süßer Mann. Nuklear. Ich finde, beim Wickeln ist es immer so schön, wenn die Babys offene Augen haben, weil dann
sind die immer so für einen da. Weil sie wirken so interessiert immer. Er guckt so durch die Gegend. Ganz interessiert bei Mel und Jay, Mel und Lennox ist es so, dass die einfach. Die liegen einfach da und Jaden ist einfach. Er hört einfach immer zu. Das finde ich ganz toll an ihm. Schnell den Schlaf an. Süß. Und dann ist noch die kleine Mel dran. Wir machen die Mel noch. Und dann geht ins Bett. Na, Felix, du willst auch schon schlafen, ne? Der Hund ist auch schon müde. Aber hier werde ich die Windel jetzt auch nicht ganz wechseln, sondern nur einmal richten. Das so süß. Ich finde ihre Beine so echt aussehen. Deswegen macht es richtig Spaß, die zu wickeln. So, Felix, was ist los? Hm? Komm her. In den Schlafi wieder. Dann die kleine Rolle schlafen. Ich glaube, das Video, was ich gerade noch drehen wollte, verschiebe ich auch irgendwie. Weil irgendwie habe ich gerade nicht mehr so Lust. Ich möchte einfach nur noch in mein Bett. Und ich habe auch noch ein bisschen was zu tun mit diesem ganzen Schneiden, Hochladen, Thumbnails bearbeiten. Das ist alles nicht so einfach. Felix, hallo! Hallo Felix. Ja, was ist denn los? Und fertig. Felix. Nacht, meine Mäuse. Gut. Dann werde ich jetzt hier alles aufräumen. Maxi-Cosi, Stativ. Alles wegräumen und ja. Wir sehen uns morgen wieder, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn es echt doof war, dass ich den ganzen Tag nicht gevloggt habe. Aber es war einfach alles nicht so mein Tag. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann bis morgen.